Wir treffen uns mit Stefanie. Sie ist 18 Jahre alt, wohnt in Trier, macht eine Ausbildung als Industriekauffrau und hat eine Freundin. Meine Familie, die hat zuerst gesagt, das ist nur eine Phase. Und ja, bei mir, ich wusste halt schon, seitdem ich was jünger war, seitdem ich in der Schule bin, dass es nicht nur eine Phase ist. Ich habe immer mehr den Mädels hinterher geguckt als den Jungs. Jeden zweiten Samstag geht sie ins Schmitz. Aber was genau ist das Schmitz? Wir haben in der Stadt nachgefragt. Das Schmitz, die machen manchmal große Schau auf dem Kornmarkt. Das ist die Schmitz-Familie. Ah, okay, danke. Schmitz-Familie. Ich weiß Bescheid. Ich kenne mich. Der Schmitz? Weiß ich nicht. Die große rote Welle. Ein Lokal? Keine Ahnung. Also wir haben sehr viele verschiedene Angebote, an die sich an verschiedene Zielgruppen richten. Einmal gibt es Angebote für schwule oder für bisexuelle Männer oder für lesbische Frauen, aber auch zum Beispiel für eine Selbsthilfegruppe für Transgender, die sich also dem jeweils anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Neben vielen anderen Angeboten gibt es eine Gruppe, in der sich homosexuelle Jugendliche treffen und über ihre Probleme sprechen können. Wir kochen zusammen, gehen davor zusammen einkaufen, mal sind wir im Palastgarten, wir machen Ausflüge, wir machen eigentlich vieles Verschiedene. Wir sitzen hier, reden über die Woche oder was passiert ist. Wir haben jetzt auch mal vor, weil ich Tischtennis spiele, will ich da mal gucken, ob wir nicht zusammen mal Tischtennis spielen gehen können. Oder jetzt demnächst fahren wir zum Christopher Street Day nach Köln. Es kommt mitunter vor, dass Jugendliche aufgrund ihrer Sexualität diskriminiert oder ausgeschlossen werden. Ich wurde diskriminiert, weil meine Familie, die hat zuerst gesagt, das ist nur eine Phase. Und ja, bei mir, ich wusste halt schon, seitdem ich was jünger war, seitdem ich in der Schule bin, dass es nicht nur eine Phase ist. Ich habe immer mehr den Mädels hinterher geguckt als den Jungs. Ich war 2006 in Rom gewesen und da habe ich viel mehr den Frauen hinterher geguckt als den Männern. Und mein damaliger Freund hat gesagt, Steffi, du bist nicht normal. Und ja, dann hatte ich dann meine erste Freundin und dann war mir klar, okay, das will ich. Sogar enge Freunde oder Familie können sich ablehnend äußern. Stefanie hat viel Glück. Es gab kaum negative Reaktionen.